auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Das war der Anschluss-Spielfeldspieler-Begegnung des Spielfingern Spielvereinigung Dollachau 1:1. Auftaktspiel in die neue Verbandsliga-Runde 2018-2019. Ja, Dollachau empfangen. Ihr seid eine junge Mannschaft. Was denkst du, wie ist es gelaufen? Aus unserer Sicht können wir mit dem Punkt gut leben. War kein einfaches Spiel für uns aufgrund der Vorbereitung. Ja, man hat heute das Torhüter-Problem gesehen. Unser Torwarttrainer musste einspringen, weil unsere anderen Torhüter entweder verletzt oder urlaubsbedingt verhindert sind. Und dementsprechend sind wir froh, dass der Sanel in der Kiste stand und auch gut gehalten hat und dementsprechend auch den Punkt uns gerettet hat über weite Strecken. Und insgesamt ja, haben wir ja gesagt, wir haben ja eine Verjüngungskur gemacht, ja, viele junge Spieler. Und wir müssen ja erst noch in den Rhythmus kommen. Es dauert seine Zeit. Und die Jungs haben sich heute den Punkt verdient. Und jetzt schauen wir nach vorne. Ja, du hast gesagt, es dauert noch eine Zeit, bis die Mannschaft quasi in den Rhythmus kommt oder sich gefunden hat. Ja, was denkst du, wann dieser Prozess im Großen und Ganzen abgeschlossen ist und was man noch von euch erwarten kann? Ja, wir sind ja vor der Runde so ins Rennen gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Klassenhalt. Ja. Alles andere wäre natürlich nicht realistisch, weil wir auch viele junge Spieler dazu bekommen haben. Und was den Rhythmus angeht, wir werden natürlich noch ein paar Wochen brauchen, ja, bis die Automatismen greifen, ja, bis die jungen Spieler sich auch an das Tempo gewöhnen, an die Verbandsliga. Und das wird sich dann zeigen, ob der eine oder andere vielleicht schneller seinen Rhythmus findet, sich besser, schneller entwickelt als der andere. Es bleibt abzuwarten. Wichtig ist für uns, dass sich keiner mehr zusätzlich verletzt, ja, dass wir auf jeden Fall gesund bleiben, dass wir im Training dann jede Woche den nächsten Schritt machen und dann werden wir sehen, ob es dann in ein paar Wochen schon, ob die Automatismen greifen oder ob es etwas länger dauert. Nächste Woche geht es dann weiter für euch in Schwetzingen. Was denkst du, was das für ein Spiel wird? Ja, wird ähnlich ein schwieriges Spiel für uns. Ist natürlich unser erstes Auswärtsspiel. Schwierig zu sagen, was jetzt Schwetzingen für eine Mannschaft hat. Man muss immer erstmal ja, einige Spiele mal abwarten, auch mal den einen oder anderen Gegner kennenlernen. Ja, man kann ja nur das eine oder andere von den Zeitungen lesen, aber alles andere wird sich dann am Samstag klären. Und ich denke mal, es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel sein. Ja, ich gehe mal jetzt nicht vom Spektakel aus, dass es viele Tore geben wird, aber wir werden nach Schwetzingen fahren und werden versuchen, auch dort was zu holen. Ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.